So, hallo liebe YouTuber. Da sind wir wieder und ich habe euch was zu sagen, Junge, lass es. Ich habe euch was zu sagen. Und ja, zwar, das. Und zwar, der alte Server wurde nach dem 17. Februar Update jetzt irgendwie gelöscht. Deswegen fangen wir auf den neuen an. Aber guckt euch, wir haben ein komplettes Starter-Kit bekommen. Ich habe aus irgendeinem Grund schon radioaktive Stiefel bekommen. Hast du die auch? Nee, ne? Campfire habe ich bekommen. Antiradioaktive Stiefel habe ich nicht, nein. Egal. Campfire habe ich bekommen, Sleeping Bag habe ich bekommen. Ein Arrow habe ich bekommen. Junge, lacht der sich weg. Wood Shelter habe ich schon bekommen für ein kleines Häuschen. Was brauche ich im Prinzip eh nicht, weil wir uns eh eins bauen. Junge, hör auf. Das brauche ich, wenn überhaupt, nur wenn wir mal einen Bären jagen oder so. Das heißt, ich tue mir das mal auf den Quickslot. Ohoho. Ja, und dann haben wir noch hier ein Ketsche. Naja, jedenfalls, ich habe gerade eigentlich den guten Philipp gesagt, wir wollen etwas ernster aufnehmen, aber er scheißt scheinbar eine fette Wurst da drauf. Ja, ich kam gerade auf die Idee mit Instant Buttons, deswegen. Ah ja. Ich leg mein Handy aber jetzt gerade wieder weg. Jedenfalls habe ich hier gerade einen Holzhaufen auseinandergenommen. Ich habe 99 Stücke Holz, ja. Ja, 99, ja. Und auch endgeil, Alter, dass man hier mit dem Bogen startet. Eigentlich einerseits ein bisschen scheiße, weil wir dann eigentlich am Anfang schon super schnell alles haben. Aber andererseits ist es auch ziemlich gut, weil wir dann jetzt halt schneller auch unser Haus etc. bauen können. Ja, und wir haben halt auf die Schnelle jetzt nicht so einen Server gefunden, deswegen sind wir hier drauf gegangen. Der ist allerdings PvP, hier ist momentan noch keiner. Und ich bin direkt vor ein Haus von einer kleinen Gegend gestartet mit Truhen und ich guck auch mal gleich rein. Ja, oh, und ich hab gleich mal eine Spitzaxt gefunden, Biatch. Tschö. Die Hacke ist eh besser. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich leg die gleich wieder. Oh, ne! Junge, ist klar, jetzt kommt er da mit seiner M4 an. Nein, aber ich hab einen Laser-Sight direkt gefunden. Geil! Und direkt 4 Cloth. Jawoll, so muss es laufen. Jetzt. Jawohl, ey. Irgendwie ist das aber auch jetzt mal richtig scheiße einerseits, weil wir jetzt das komplette Haus wieder neu bauen müssen. Und wir haben uns da echt viel Mühe gegeben. Oh, weil du das mit dem Pillar verschissen hast, ist das andererseits ziemlich gut. Ja, scheiß jetzt drauf. Scheiß Fehler. Wir können nichts dran machen. Alter, ich hab schon 29 M4 Muni. Sauber. Nein! Nein! Was? Doch 87 helfen, mich jagt ein Wolf! Scheiße! Renn über Berge! Ey, du hast da nicht mal dein Starter-Kit, wenn du abkackst, ne? Ich weiß! Junge, jetzt hab ich Standbild! Junge, und nur noch 76 HP! Alter, scheiße! Ja, Mann! Vor allem, ich geh über den Hügel, dann kommt der mir entgegen! Du kriegst mich nicht! Ja, ich kann Haken ziehen, kannst du nicht, du? So, ich springe jetzt mit Eleganz auf diesen Felsbrocken. Und! Tja! Junge! Tja, lauf! Lauf zu deiner Mami! Ich bin unerreichbar! Unerreichbar! Jawohl, ich habe schon 9 Cloth gefunden. Cloth? Im Prinzip brauche ich Cloth gar nicht mehr, weil ich ja schon... Oh! Oh! Jawoll! Ey, da kommt der Wolf. 6 Large Medikits. Nein, der kann hier hoch! Scheiße! Schieß den doch mit dem Pfeil ab. Ey, Junge, dafür ist der viel zu nah an mir dran. Hüpf, spring da hoch, du Wichser! Ja! Ich kenne es, mein Junge, ich kenne es. Ich weiß, dass du das kennst. Da unten läuft toll, der Wolf. Toll, jetzt müssen wir auch von neu anfangen, hier wie damals Sarazau und Gronk, nur bei dem war es ja aus einem anderen Grund. Ja, ja. Alter, ich habe übrigens 6 Large Medikits, ich kann dir gleich 3 geben. Hey, da hinten ist ein Wolf, leck mich doch in den Dash. Da drüben ist der, ich zieh gerade mit dem Bogen. Komm schon, lauf jetzt bitte. Oh! Da legt er den Pfeil weg, genau wenn er gerade kommt. Shit! Hui! Ich laufe! Ich jag grad nen Wolf. Und ich werd gejagt!
Okay, ich kann keinen Wolf sehen. Jetzt durchziehen. Durchziehen, vielleicht steckt er fest, wenn ich jetzt... Jawohl, Junge! Ey. Wenn ich jetzt weit genug wegkomme, dann habe ich ihn weg. Jawohl, Junge. Schweinchen! Ja, und meine Mutter im Let's Play hier. Ich höre gar nichts von deiner Mutter. Was hast du denn bekommen? Ein Research Kit. Bei 3. Juhu! Da luschst du deine Säckle, Wolf. Tja. Nein! Was? Alter. Ich hab den Wolf verfehlt und wär fast abgekackt. Erstmal Latsch Medikit. Ja! Jawohl, Latsch Medikit. Fuck yeah, Junge, fuck yeah. Jawohl. Ich hab 2 Metal Doors gefunden und 2 Metal Doorways. Jawohl. Fuck yeah, da kann ich die Wooden Door wegschmeißen. Jawohl. Was ist? Nichts. Jawohl, Junge. Fängt ja gleich mal gut an hier. Sehr schön. Jawohl. Dann müssen wir so... Elektro-Titte. Elektro-Titte, jawohl. Lauf mal jetzt zur Stadt hin. Ich bin auch gerade auf dem Weg. Ich bin dabei. Also zu der... Hey, ich höre schon die scheiß Grillen zirpen. Die Sonne geht gleich unter. Ich bin gerade Holz am Hacken. Toll, und man kriegt hier keine Fackeln. Hast du das gepackt? Ja, habe ich doch schon gesagt. Jojo. Das scheint die Scheiße war ja, das war ein normaler Wolf. Ich bin ganz in der Nähe von der Stadt. Oh. Übrigens. Dann können wir da die Nacht verbringen. Hm. Junge, dann eben nicht. Ich laufe jetzt in den Bären rein. Ui. Junge, hör mal auf. Spaß, ich laufe in den Hirsch rein. Nee, da haut er ab. Red mal nicht so laut, Alter. Ich kann dich jetzt gerade nicht leiser stellen. Okay, ich schieße jetzt dem Schwein in den Arsch. Na gut, ich habe in den Kopf geschossen. Alter, da hinten sind überall Tiere, ich muss voll aufpassen. Ja, das musst du. Okay, da hinten haben wir noch... Ist das ein Scheißwolf? So, ich schleiche mich jetzt um die scheiß Tiere herum. Du weißt, wenn du schleichst, bemerken die dich nicht, ne? Ja. Junge. War ich nicht. Wir wollten uns doch bessern. Jawohl, wieder etwas Holz. Ja, aber den Anfang muss man immer ein bisschen ausnutzen, dann. Hey, du weißt schon, dass das im Prinzip der neunte Part ist. Ich weiß. Lass da mal irgendwie die Folge so eine neue Session, neues Glück. Wow. Scheiße, ich muss essen. Tja, also ich hab schon was gegessen. So, und ich crafte mir gleich ein paar mehr Pfeile. Ich glaube, ich nenne die alles auf Anfang. Was? Ich glaube, ich nenne die Folge alles auf Anfang. Geht auch, ey. Jetzt kann ich wegen dem Crafting nur ultra langsam laufen. Ey, und ich habe auch kein Licht in der Dunkelheit. Fuck it. Ich auch. Wir sind dann völlig ausgeschmissen. Man kriegt hier zwar jede Scheiße, ja, aber keine Fackel. Ja. Und die hätten wir gebraucht. Oh. 24 Pfeile. Ich muss mir auch Pfeile machen. Mhm. Ja. Auch geil, ich ernte so einen Stein ab und hab danach 24 Pfeile. Ich mach die immer jetzt einzeln, das geht schneller. Jawohl, Alter, ich hab schon wieder jetzt über 200 Holz. Okay, ich folge der Straße. Hoffentlich wird es erst dann so richtig dunkel, wenn ich die Stadt schon sehen kann. Also ich bin in der Nähe der Stadt, aber ich sollte mich mal langsam beeilen. Ich beeile mich auch gerade. Bevor ich gleich wieder keinen Wolf und nichts mehr sehen kann. Ich bin gleich an der Ecke von unserem früheren Haus. Ich bin da, wo ich beim ersten Mal auch gespawnt bin, bei der ersten Session, wo ich meinte, das sieht aus wie bei Gong und Sarazar bei diesem Hall, Haushütte. Ach so, ja, dann bist du gleich in der Stadt, du bist vor mir in der Stadt. Lauf da mal, wenn es so richtig dunkel wird. Oder nee, lauf mal kurz, also wenn es dunkel... Ich warte, bis es heller wird, Alter, ich sehe dann wieder einen Wolf nicht und dann bin ich wieder voll am Arsch. Oder mach so, du läufst mir ein klein wenig dann noch entgegen, wenn es dann noch hell sein sollte.
Weil dann treffen wir uns vielleicht schneller und können da dann Schlager aufschlagen. Ja. Und zu eurem Verständnis, warum der Dave die ganze Zeit husten muss, der war in letzter Zeit krank, ist auch immer noch ein bisschen krank. Jo. Und ja, hab ich auch in den Dishonored Parts schon gesagt. Ja, aber nicht im Worst Part, das muss man nochmal sagen. Ja. Und für die, die es wissen wollen, ich hab grad den ersten Part von Let's Play Monaco, what's yours is mine, aufgenommen. Und zwar ist das der Part, wo ich die beiden Tutorials Let's Play und damit ihr vielleicht auch Interesse daran habt, ich mach keine 15 Minuten Sessions jeweils, sondern ich nehme immer so lange auf, wie ich für irgendein Level brauche. Also sagen wir, ich brauche für ein Level eine Stunde und 22 Minuten. Dann ist der Park eine Stunde und 22 Minuten lang. Dauert dafür dann aber entsprechend etwas länger. Also seid bitte nachsichtig, wenn der Part jetzt nicht jede Sekunde rauskommen kann. Genau. Alter, ich laufe gerade wieder auf ein paar scheiß Tiere herum. Alter, da ist schon wieder Stein und Holz. Das hack ich mir kann jetzt die, kurz ab. Ich kann die Straße mit der Erde nur von dem Geräusch... Wenn ich mich nicht irre... Bin ich jetzt da, wo wir unser Haus früher hatten? Alter, hab ich mich erschrocken. Da war gerade rechts sowas ähnliches wie ein Bär. Ich lauf dran vorbei, dann ist es ein Schwein. Kriegt so heftig, weil ich an dem vorbeilaufe. Und er schreckt mich. Ey, lass uns mal das Haus dann wieder genau da bauen, wo wir es in der ersten Staffel hatten. Also, was heißt erste Staffel? In der ersten Welt hatten. Nee. Warum nicht? Lass es woanders hinhauen, bauen. Junge, dann haben wir auch mal Abwechslung. Okay. Aber wenn ich lass es dahin bauen, wo dein Freund sein Haus hatte. Mal gucken, aber ich bin auf jeden Fall, wenn ich mich nicht irre, ist das hier die Gegend, oder? Warte. Ja, ich bin gleich da. Ich bin gleich an der Ecke mit der Holzhütte vor der Stadt. Meinst du da, wo früher unser Haus war, oder da, wo ich gespawnt bin? Diese Holzhütte genau vor der Stadt, am einen Eingang vor der Stadt. Ach so, dann bist du ja schon in der Stadt. Ja, die sehe ich jetzt. Und ich sehe da hinten auch einen roten Bären und ein paar andere. Dann geh aber dann, wenn du jetzt gleich dann wieder alles durchforstest, lass mir aber wieder meine Seite, bitte. Ja, mach ich. Fuck. So, ich laufe hier jetzt um den Bären herum. Ich hoffe mal, das ist richtig. Da hinten ist auf jeden Fall die Straße. Ich glaube, das ist richtig. Bitte, lass es richtig sein. So, ich habe da ja, nur noch... Ja, da ist die Stadt. Ich sehe sie. Sauber, da müssen wir ungefähr fast so gleich, naja, ich vielleicht ein bisschen früher, aber da müssten wir fast gleich ankommen. Muss völlig aufpassen, dass mich jetzt kein Vieh erwischt, kurz vor der Stadt. Jo, ich bin sauber, nächstes hinter mir her, ich bin jetzt in der Stadt. Warte auf mich bitte. Jo, ich gehe wieder in meine Seite. Jo. 9 Patronen für die Shotgun. Jawohl, gut. Jawohl, ich sammle dann gleich mal wieder die Shotgun-Shells. Ich habe auch schon ein paar. Sauber. Ich bin drin in der Stadt. Und 2 Bandagen, 6 anti-radioaktive Pillen. Ich muss dir dann auch gleich deine 3 Medikits geben. Jo. 16 Schuss für die M4. Jawohl. Oh, ein Holocide, Bitch! Nein. Doch. Hammer geil. Komm, gib mir wieder eine Knarre wie damals. Und 3 Large Medikits und 3 Bandagen. Ein Small Stash, ich hasse das Teil. Oh, 15 Gunpowder ohne Spitzhacke. Boah, ich brauche eine Taschenlampe ohne Knarre. Wofür ist dieses Small Stash? Ich glaube, das ist nur... Das kann man das auf ist gar nichts. Das kann man auf den Boden stellen nur, ne? Das ist ein Hodensack von den Bären, das ist das, unnütz. Large Wood Storage Blueprint, oh yeah. Oh, 3 Schüsse mit der Shotgun ohne Flare. 5 Gunpowder und eine 2. Spitzhacke. Ey, die Spitzhacken werden jetzt gleich wieder sicher wie am Sand am Meer sein. Und 2 Bandagen. Ich habe 4 Bandagen gefunden. 3 Papier, was mich... Behalt deine Bandagen dann, behalte ich meine auch. Ja, okay. Und 3 Papier, was ich zum Arsch abwischen jetzt mal benutze. Also komm, letzte Kiste. Ein Large Wood Storage, das behalte ich mal direkt. Schick. So, und dann lege ich jetzt die Truhe weg. Und ich würde sagen, das war der erste Part. Junge, der erste Part ist jetzt schon zu Ende. Ja, hier könnt ihr nochmal zum Schluss den Philipp gesehen. So, und das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschö, Alter, PvP ist an. PvP ist nicht an. Da steht this Player. Okay, ich muss jetzt aufhören. Bis zum nächsten Mal. Tschö.